Ups. So, guten Morgen. Räuspertaste nicht gefunden. Gestern habe ich vergessen hochzuladen, deswegen muss ich das heute Morgen machen. Jetzt sind wir bei 3%. Eine Stunde, anderthalb Stunden noch. 8:50 Uhr. Ich lade jetzt nur das kleine Video hoch von gestern, den Querschnitt, weil von vorgestern, das ist 7 Stunden. Das weiß ich auch nicht, warum das so viel ist. Ist egal. Weil ich nicht oft genug auf Pause gedrückt habe. Oder weil viel zu tun war. War noch mehr zu tun. Definitiv. Gestern habe ich irgendwie 20 Euro oder so Umsatz gehabt. Da war nicht so dolle. So. Was wollte ich sagen? Deswegen mache ich den Stream später an. Also nicht wundern. Ja. Dass der 258er Stream ein bisschen später startet. Aber das werde ich da ja eh nicht rechtzeitig sehen. Aber ansonsten ist der Stream grottenschlecht. Wenn ich was hochlade und nebenbei streame, ist der Stream voll im Arsch. Kann man vergessen. Und das Hochladen dauert einen Tag oder so. Das ist die gute Leitung von Kabel Deutschland. Da kann man nichts dran ändern. Ist halt so. 40er Upload, vergiss es. 6 haben wir oder so. 5 vielleicht. Ja, so sieht's aus. Also, ich mach gleich los. Ich hab einen Auftrag. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ungewohntes Bild vielleicht. Ich habe mir den Oberlippenbart rasiert. Ja, so ist das. Jetzt kann man meinen Mund sehen. Und wenn der Thorsten kommt, kann er besser Lippen lesen. Da ich so doll nuschle, wird ihm das alle nicht nützen. Aber, ja, so bin ich halt. Ich habe einen Auftrag. Der steht noch hier von gestern. Ein Teil habe ich schon gemacht. Kette habe ich gestern schon gemacht. Heute mache ich den Bremsbelag hier hinten noch, weil da ist keiner mehr vorhanden. Also nicht aufregend. Bis gleich. Wenn es fertig ist, melde ich mich wieder. So, das haben wir geschafft. Bremsbelag ist drauf. Ja, funktioniert, ne? Rollt, bremst, fertig. Wir warten aufs nächste. So, gestern habe ich ja Teil 2 des sozialen Experiments gestartet. Wie die Menschen reagieren, wenn man was bei eBay Kleinanzeigen einstellt zu verschenken, das ist klar. Dann sitzt sie sofort da, nach einer Stunde waren die ganzen Räder weg. Wenn man etwas einstellt, Mofa habe ich eingestellt, Bastler-Mofa, Piaggio, für gegen Kaffeekassengeld zu abzuheben, also für 5 Euro habe ich geschrieben, für 5 Euro für die Kaffeekasse. So, wie lange das dauert, ja, sehen wir mal. Heute ist der nächste Tag und das Ding ist immer noch da. Ich habe auch geschrieben, wie immer, kommt vorbei, nehmt es einfach mit, schmeißt 5 Euro in die Kaffeekasse. Und gut ist, es funktioniert nicht. Sobald man Geld haben möchte, schreiben sie alle nur, ist noch da, ist noch da, ist noch da, ist noch da. Jetzt zeigt 5 Nachrichten. 5 Nachrichten. Heute Morgen. Heute um 0:40 Uhr. Kannst gerne rumkommen. Sind jetzt vor Ort.
Ja, die wollen alle, dass ich anrufe. Ich kann aber nicht anrufen. Ja, hallo, ich habe morgen Vormittag einen Bus gemietet. Wann kann ich die Grillo abholen? Beste Grüße, Meier. So, jetzt habe ich geschrieben, kannst gerne rumkommen, sind jetzt vor Ort. Der hat aber um 0:40 Uhr geschrieben. Wer weiß, ob der um 9:18 Uhr jetzt noch was liest. Na, da soll er einfach rumkommen und dann ist gut. Er kriegt sie nicht. Schon mal klar. 9633. Mann, ich hab auch kein Telefon. Einfach rumkommen, Mann. Wie einfach, wie schwer muss das sein? Einfach vorbeikommen, fertig. Abholen. Mir jetzt nur um Platz an der Hauswand. Also, wenn man nur 5 Euro haben will, dauert es offensichtlich schon 24 Stunden. 5 Euro ist der Lenker. Ist mit dem Lenker bezahlt. Verkaufst den Lenker für 15, dann hast du das wieder drin. Und verdreifacht. Kann ich die Kickers gucken? Oh. Kickers. Umgezogen hast du dich schon, wa? Umgezogen hast du dich schon. Mann, oh Mann. Ihr habt alle Sachen, ey. Habt ihr Klamotten? Warum? Na, ich hab sowas nicht sowas schicket. So, jetzt ist wieder Kickers-Zeit, offensichtlich. Also. Machen. Oh. Ja, aber jetzt gucken wir eine Folge. Warum? Eine Folge. Okay? Okay. Und dann heute Abend noch eine Folge. Also eine Folge Kickers jetzt. Und dann morgen? Mal gucken. Dann 0 Folgen. Oder? Na, ja. Also bis später. Olafs Welt. Olaf. Meine Tochter baut wieder. Ja. Hat der Olaf nichts zum Zeigen? Nee, wa? Nee, heute nicht. Das ist ja schade. Ja, weiß ich Wahres für Wahres fällt so aus. Wahres für Wahres fällt so aus. Ich hatte die Claudia nochmal angehauen mit den Bildern. Ich darf ja die Bilderchen noch zu nehmen. Ach, Mensch, haben wir ganz vergessen. Ja, ja. Die sind ja auch noch da, wenn die überhaupt noch da sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie immer gekocht hat. Ihr dürft mich auch nicht so fragen. Also wenn ihr etwas unbedingt sagen wollt, dann. Ja, da war ich dumm. Ja, die bleiben mal kicken, ob der was hat.
Quetschhülse. Aber steht nur in Englisch drauf. Aluminium, Kabel, End, Abdeckung. Wäre jetzt die Original über das Innenraum. Die Pyramide ist auch fertig. Das sieht auch ein bisschen aus wie eine Pyramide. Ja, wie die Azteken hatten früher. Ich habe so ein Haus mal gebaut in ein Lego-Spiel. Okay. Was darf sein? Halbe Stunde oder so. Ja? Ja. Danke.
Jo, erster Auftrag. Öfter mal auf Stopp drücken, habe ich wieder vergessen. Jetzt. Aber das ist jetzt 7 Minuten. Naja, die kommt prüfen. Mit Olaf habt ihr ja überlegt. Pedaltausch mache ich mal schnell. Also bis gleich. So, ab sind sie schon, jetzt kommen die neuen ran. Hier, ganz einfach, Blockpedalen. Die taugen aber wenigstens ein bisschen. Werden jetzt festgeschraubt. Zeigt euch mal hier an der Seite. Fest. Jetzt auf die andere Seite. Ein Bus ist da. Ein Bus ist da. Ja, jetzt schrauben wir automatisch fest hier. Und stopp. Genau. So. Fertig. Das war's. So. Hat er noch Sattel runter. Machen wir auch noch gleich. Ob das ein gutes Rad ist, wage ich zu zweifeln. Kann die Schrauben schon gar nicht mehr richtig drehen, das ist ja furchtbar. Nehmen wir mal den. Der ist neu. Ah, der war noch besser. So, fertig, haben wir gemacht. Ist erledigt. Na dann bis zum nächsten. Bis zum nächsten Patienten. So, es ist hochgeladen, es verarbeitet schon. Jetzt kann ich den Stream anmachen. Gott sei Dank. Stream startet jetzt ein bisschen später. Wie gesagt, wir haben es jetzt 10.22 Uhr. Ja, ich weiß. Aber ich mache den Stream jetzt an. Jawohl. Ja, bitte. Dankeschön. Okay. Ja, wie lange? Ja, till tomorrow. So. Including tomorrow or tomorrow morning? I bring back tomorrow morning. Ja. Then between 9 and 10 in the morning, you have to bring it back. Then it's 8 euros for the bike. Okay. Jo, that's it. That sounds great. It's very simple. And then, yeah, if not, I come back again and rent one more if I have to. But you'll be here to drop the bike in the morning, yeah? Yeah, sure. Okay. So. Between 9 and 10, I'm here. So, between 9 and 9, I'm here. Okay, perfect. Lumen in der Kita? Mhm. Nächste Woche geht die Schule wieder los, wa? Nee, noch nicht. Nee? Ab dem 4. Warum geht denn dem Schneider seine Tochter schon zur Schule? Ich glaube, bei der Schule alles anders. Ferien, nicht, oder? Noch Ferien? Mannschaft früher die Sommerferien, Mannschaft später die Sommerferien. Ja, aber die Bundesländer.
halt die ganze Woche so machen. Und ich dabei bin. Weil sie 20.000 Mal nach mir guckt, ob ich noch da bin. Immer Mama. Ich meine, ich brauche noch Zeit. Wobei sie heute auch schon ganz viel alleine gespielt hat. Ich war gar nicht so spät. Ja, ich auch schon. Geil, ich schmier die Bank ein mit der Teewurst. Ja. Ja, damit, damit die frisch bleibt. Das ist wie Lederfett. Gottes Willen, da war Schimmel dran. Ist das Leberwurst? Blumen? Ich bin ja gerade da, die eine in der Kita. Ja? Ich bin ja bald. Ich würde gleich anderthalb Stunden da noch hin. Blumen hat mich aber gesehen, als ich gegangen bin. Ich dachte schon, jetzt weint sie oder so, aber sie hat nur zugerufen. Tschüss. Und hat ihr gefallen? Stadi, gefällt's gut, aber sie klingt sehr an mir. Die First Contact, oder? Sie löst sich ganz schlecht. Wo von dir jetzt? Andere Kinder bleiben, also alle am Kiffen hier, ey. Haben gerade erst angefangen. Ja, was? Frischbar. Angewöhnung und sind da schon zum Mittagessen. Meinst du es von hier? Was? Die zwei, die Psyche? Esper. Der Rammler. Rudi Rammler. So früh, oder? Das Bett ist immer noch drin. Ich werde es selber rausnehmen müssen. Schon da? Da ist ein Fenster offen. Der hat schon eine Nackenschiene. Die Nackenschiene? Na, hier hinten siehst du es nicht, wenn du so eine Nackenschiene hast. Kennst du? Nee. Was meinst du? Ja, dann wird man alt. Dann wird man alt. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Ich bin auch alt. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nur, dass das nicht seine Ersatzreifen waren. Seine? Ich weiß, dass das nicht seine Ersatzreifen waren. Ach so. Das waren... Er sagt, ihm wurde das Fahrrad geklaut. Andersrum wäre es richtig. Er hat die Laufräder geklaut. Er hat die Räder geklaut. Warum sollte er sonst die Mülltüte auch drüber haben, damit das keiner sieht? Und Schwachsinn, ey. Ersatzräder. Ich hab keine Ersatzräder. Das ist doch Blödsinn. Wer hat dein Ersatzlaufräder? Vor allem kam er schon vor einer ganzen Weile schon mal an mit irgendwas. Das ist nicht normal für ihn. Ja. Aber irgendwann muss er wieder mal selbstständig werden. Kurzes Update, die Grillo ist endlich abgeholt worden. Jetzt hat es einen Tag gedauert, wie 5 Euro. Mein Auge ist gerade dick, keine Ahnung warum. Von einer Sekunde auf die andere. Like hier ist das Auge geschwollen. Keine Ahnung, warum das auf immer jetzt noch. Ja, und ich mache weiter. Mache aber weiter. So viel dazu. Ah, Sticker. Ja. Tut mir leid. Ja, da macht ja nichts. Keine Ahnung. Aber die sind zu lang, also auf 30.
Oh, ich hab jetzt mal nachgeguckt, das sind sehr gute. So, ja. Glaube ich, aber wenn man. Hey, meine ist ja klar. Die ist nur ein bisschen größer als ich. Also das sind wohl so eine Multidinger, die kann man als Skistücke und als Gehstücke nehmen. Genau. Ja. Aber passt auch unten nicht rein, diese Fuchs da. Ne, den gibt's wohl bei Rossignol zu kaufen. Oh. Also die zusätzliche. Ja, da ist ja alles möglich. Aber schade. Ja. Kein Problem, war ja ein Versuch wert, weil ich sehe, genau. Ihr seid hier die Einzigen, die mit den Dingern rumlaufen. Ja. Ja. Egal. Aber es ist gut, also. Ja, klar. Tschüss. Ciao. Ja, leider nicht verkauft. Kommen Sie ins Netz. Weg sind Sie Netzstellen. Rosignol. Hypnol. Natürlich nicht. Ja, ich baue Vorderrad aus. Habe ich schon. War ein Unfall. Zeigt euch kurz. So sieht es aus nach dem Unfall. Da kann man natürlich nicht mehr machen. Muss neu sein. Ja. It's not the valve. You have a related to. It's a. It's for 733. Where's the valve? Say, where's the valve? I don't know, I think it flew off from here. Ah, the thing is broken. Okay. Ah, da brauchen wir einen Titel, der Kollege. Kriegt er. Kriegt er ein Ventil. Fakt ist, hier steht das neue Rad. Das kommt rein. Das sehen wir gleich. Ich bin kurz mit dabei, ich baue jetzt das Vorderrad ein. Hier. Da. Ist voll in der Rinne gefahren, hier ist alles verbogen. Vorrat nicht mehr. Das passiert so weit, ne?
I don't think I have 2 euros on me, but I can give you all my change. I can come back another time and give you some money. I promise to come back and give you some more money. Nearly. I promise you come back. Yeah, much. Yeah. Thank you very much. No problem. Cheers. Ciao. So, jetzt noch. Was ist denn das jetzt? Welcher Müll kommt denn da? Schönen Tag, oder was? Ja, dir auch. Ciao. Ciao, ciao. So, Spanngut. Haben wir. Ein Gummi. Doppelt hält besser. Ja. Kannst du ja auch in der Mitte einen Knoten machen. Okay. Und dann hast du eine Spinne. Aha. Wenn du willst. Ja.
Ja, kannst du dir selber machen. Und der Thorsten ist gerade gekommen. Ich fange mal so an. Das wird irgendwann die Leute nerven. Aber so ist das. So, es ist. Mann. Suche jetzt krampfhaft das Kabel anzuschließen hier. Fisch! Fisch! Pegasius! Kakao! Und Kaffee! Kaffee, Kaffee, Kakao! Kaffee Latte! Nee, Kaffee. Ja! Krank. Ja. Blutleer. Bei mir ist immer so. Immer so. Ich bin krank, sagte Thorsten. Thorsten sagt, ich bin krank. Kona! Ganz hinten, hinten. Ja. Ich brauch Platz! Ich brauch Platz! Immer. Das ist okay so, aber wenn draußen, dann rein und ganz nach hinten. Kona. Ebay verkaufen. Hier geht ja nicht schnell weg. Er hat da recht. So, gut, Licht funktioniert endlich wieder. Wer weiß hier. Ja. Jetzt wird noch aufgepumpt. Jetzt wird noch aufgepumpt und dann ist Feierabend. Mit dem Bad. So.
Moist. Gut, das war's. Rad ist drin, Rad ist aufgepumpt, Rad läuft. Fertig. Und was haben wir schön gemacht? Gut aus, oder? Ganz schön hoch. Meine. Wie kann man da noch tiefer machen? Ja, den ist schön. Ach. Was? Ah, bitte. Ja. Du hast deine Wanderkrücke bei. Nee. Ich hab den hier, weil ich kann hier laufen. Ich bin eben so eine Fresse gefallen in der Wohnung. Und dann haben wir eine Knie irgendwie, weiß ich, ich stoße oder verdreht habe oder was. Ich war für einen Rennen mir so die Knie schneiden. Mhhh. Ja. Aber ich finde gut, ja, wenn man, man könnte das Ding auch noch mal wieder rüberziehen. Man sieht sich meine. Ist ja dann wieder rüberzuziehen. Ja, ein Stücke. Ja. Da sieht es hier aber jetzt nicht. Aber ist ja schon ganz gut. Das Ding hat man zum Angeln gehabt, wa? Ja. Wenn es geregnet hat, kann man zu jedem Mann, kann man sich gut darunter stellen. Ja, auf alle Fälle. Ja. Stehst du trocken? Jo. Beim Angeln? Jo. Im Wasser? Jo. Kannst du unten im Wasser stehen oder oben stehst du drauf? Ja, kann man auch. Ja, auf die Brot haben wir getestet. Kann man oder eine Erde anstellen und wenn du Sandboden hast, steht es noch besser drin. Ja. Und wie ich dir jetzt so eine Seichthaber da, den Rutenhalter, wie ist die Rutenzünder? Das ist also quer und wenn ich in die Erde rein, dann ist das wunderbar. Man kann doch auch jetzt selber machen, so einen Rutenhalter, wie ich nicht mehr, also schweißen oder sowas, Rohr reinstecken, dass es so passt. Also ist. Alles machbar. Alles machbar, ja. So. Bin ich auch da? Nee. Das ist nur der Dingsbumschlag, ich hab gesehen, ja. Thorsten. Ja. Thorsten ist da. Ja, das ist es. Thorsten ist wieder in seinem Element. Er muss mir wieder was zeigen. Unbedingt. Hat er gerade gesehen. Kaufsüchtig. Ist der kaufsüchtig. Furchtbar. Wie kann man das so kaufen? Ich bin so müde, ey. Und der, Geld ausgeben. Wo denn nun? Schon weg. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das schon weg. Bei dem muss man ja mal sagen, Gott sei Dank ist das weg. Ich bin so müde. Oh, das ist aber auch. Wenn man die ganze Zeit hier rumsitzt und nichts passiert, das ist voll nervig. So was gibt es denn jetzt? Findet's nicht. Mein Glückstag, er findet's nicht. Schöneberg. Ja, ich brauche ein Telefon. Na, dann schreib ihm. Du, schreib ihm. Du kannst doch schreiben! Was? Ja, schreiben! Zu dumm zum Schreiben! So ein Quatschkopf! Du bist zu faul zum Schreiben! Ja.
No. Oh. Ich bin müde. Ah, oh, kaputt. Kostet mehr als 10 Euro. Ich bin halt müde. Kostet mehr als 10 Euro. Jetzt abgeschafft, habe ich 30 jetzt gerade. Die Pest! Das ist halt schwierig geworden, heutzutage Geld zu verdienen hier. Sagt er? Er sagt das eigentlich, also ne, weil das Rad auch selber fest sitzt und so weiter, also wird schon sehr stark auf den Freilauf tippen, das sei halt ein normaler Schlag. Nein, der Freilauf direkt von der Kassette oder? Von Deore-Freilauf. Und er meinte, da könntest du, das sei alles bis dahin noch Standard, also wenn du dann mit 10er im Bus reingehst und das löst, wäre das quasi kein Thema. Ja, und dann? Er setzt eine neue Kassette drauf. Neuen Freilauf, oder? Also ist der Freilauf nicht ein einzelnes Teil? Also Standard so, der Freilauf selber ist. Ja, der Freilauf selber, meint er, müsste das wahrscheinlich sein. Er meinte in Not, klar, also ich würde denken, dass wahrscheinlich sollte, könnte ich auch mit dem Fahrrad da eher hinfahren und gucken, dass ich mich in der Nähe von Bahnlinien bewege, damit, wenn es unterwegs irgendwas völlig kaputt geht, ich dann mit dem Zug weiterfahren kann. Aber wenn du da schon mal gucken könntest, ob du... Tritt ist es doch nicht der Freilauf, das verstehe ich nicht. Nee, weil es ist ja nicht beim Treten, ist ja auch wenn das Rad sich einfach nur dreht. Ja, ja. Normal hast du ja dann so ein Klicken. Und das ist quasi ja jetzt deutlich stärker. Deswegen, also aber wenn du trittst, ist es doch nicht weg. Nee, dann ist es auch. Dann ist es auch, genau. Und wenn du trittst, dann nimmt doch der Freilauf mit, dann hat der doch ja keine Verrastung, dann rastet das doch ja nicht. Ja, aber so, er rastet so ja schon nicht. Also nee, ich kann es ja selber nicht beurteilen. Ne? Ja. Er meinte halt, das wäre erstmal das Erste, was jetzt quasi sozusagen zu prüfen wäre. Der Freilaufkörper selber. Ja. Deore Freilauf. Ja, Deore Narbe. Naja, müsstest du halt da lassen, müssen wir mal gucken. Ne? Also das könntest du nicht jetzt mal eben zwischendurch. Nee, naja, ich hab mir ja nicht da den Freilaufkörper von Deore dann zum Tauschen. Müsste ich auch erst bestellen. Das müsste dann. Ja, nee, ja. Das wäre ja dann mach ich mich eher auf Tour. Das ist. Ja. Nee, das alles klar. Nicht. Ne? Okay. Also, aber kannst du mir ja mal sagen, was das war? Bin ja mal gespannt. Ich denke. Ich hole auch demnächst so wieder können. Okay. Ja, na viel Erfolg. Danke. Ciao, ciao. So, was ist jetzt mit deinem Fahrrad?
So. So, ist gleich fertig, ja? Hallo? Das ist gleich fertig. Genau. Danke. Ja, ich weiß, das ist immer so. Einen Kaffee trinken und dann kommt man gar nicht dazu. Ja, man muss es rausnehmen und ausbauen, damit man nicht vernünftig rankommt. Wie ist dein Alter? Oh je, der sieht ja aus. Profil hat sich schon eingebremst, aber das ist ganz normal. Ja. Ja, das ist ja mit so einem technoiden Rad wie der Kollege, da ist doch ein bisschen schwierig, manchmal. Aber ja, wenn man dann wenigstens Telefonkontakt kriegen kann mit den Leuten, dann ist das natürlich schon mal viel wert. Wenn sich dann gar keiner mehr meldet, dann ist das beschissen. Das ist wahr. Ich kenne mich damit halt überhaupt nie aus, dann bin ich lieber vorsichtig. Du hast recht, ja. Wenn man da ein Ding falsch macht. Man sollte wissen, was man nicht kann. Das gehört auch zum Wissen mit dazu. Hatte ich heute eben eine Diskussion mit jemandem, mit einem Bekannten von mir. Ja, man kann alles probieren, ja, aber ich meine gerade. Ich traue mir alles zu, sage ich. Ja, das heißt nicht, dass du es kannst. Ja, aber ich traue mir alles zu. Ja. Was heißt das denn? Man muss doch wissen, was man nicht kann, oder? Also ich finde es viel. In Zeiten von sehr hoher Qualität, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich das kann oder ich glaube, ich kann das nicht oder ich weiß, ich kann das nicht, das ist vielleicht viel besser, dann weiß man, dass er die anderen Sachen auf jeden Fall kann, oder? Das ist doch ein Zeichen von Qualität. Eigentlich ja, so gedacht, ja. Aber die meisten wollen halt alles machen, aber jetzt eben gerade in dem Gewerbe kann man halt Geld verdienen, also sich, ne, relativ leicht, denken sie, ja. Aber es ist es halt nicht immer. Nee, es ist es auch nicht. Es ist halt nicht immer leicht. Hallo! Hi! Was darf sein? Wir kriegen den Lenker nicht mehr zurückgebogen. Zurückgebogen? Ja, oder... Ihr dürft das Werkzeug benutzen, wenn ihr wollt. Naja, nee, wir haben alles versucht. Ah, alles versucht und nicht... alles nicht, aber ich vermute, dass du noch bessere Möglichkeiten hast. Okay. Wenn dieses Ding verkeilt oder so, ich weiß es nicht. Also sehr gut bremsen tut es natürlich nicht, das weißt du aber. Ja. Klassisch der Geschwindigkeitsverlangsamung. Ja. Verzögerungsfix. Aber man kann das auch noch einstellen, oder? Aber das ist ja sowieso fast schon so, wie es ist. Na, so war. Genau. Also, naja, aber du. Achso, das funktioniert auch nicht. Nein, das funktioniert ganz viel nicht. Derjenige, der das vorher in den Pfoten hatte, habe ich relativ viel Kohle abgedrückt und danach. Wofür hast du denn das Geld bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Um den Sattel zu tauschen. Das ist wirklich Quatsch gewesen. Hm? Wie viel Geld hast du bezahlt? Viel. Den Sattel tauscht? Ja. Und andere Dinge. Und er wollte irgendwie noch, dass die Lampe geht, aber ich glaube, die Lampe geht nämlich auch nicht. Die geht nicht schnell. Nein, und er hat die repariert. Er hat das irgendwie angeblich neu da hintergelegt, aber irgendwie da. Er hat eine neue Birne reingemacht oder irgendwie sowas, aber. Zeig mal deine Hände. Was? Ein bisschen weniger. Das ist gut.
Grüße der Hände beim Bremsen. Ah ja, okay. Ein bisschen Kraft aufbauen. Super. Mehr eventuell. Ja. Bin gleich oben, ja? Ja. Also kannst du es ja mal bitte probieren. Ist das hier immer noch zu weit weg ist beim Bremsen? Ich denke, ich müsste gehen. Ja, wieso? Was denn? Also, ich hab zwei kleine. Ich hab Kranken. Ja, mal so. Ja, das ist wahr. Ist das denn zu weit weg für dich? Kann man das noch ein bisschen näher machen? Ein klein bisschen? Geht das? Also, dass du dran ziehen musst, der Abstand wird immer derselbe bleiben, aber dann, wo es bremst, wo es schwer wird, den kann ich verlegen nach zwischen. Ja, noch ein bisschen weiter. Okay. Ganz klein bisschen. Super, so ist gut. Okay. Oh, so. Ja, das wird's hier noch mal. Toll, super toll. Aber denk dran, Mantel, der ist defekt. Ich und das wird es sein, warum das so schwammig ist. Also brauchst du auch nicht mehr aufpumpen, weil damit er reißen. Ja, in Ordnung. Und weißt du, ob das ist, aber kein Original reichen, ne? Ich glaube nicht mehr, dass das Original reichen. Also ich habe unten eine Original reifen. Schauen wir mal den Lecker, der niemals wieder gerade geht. Ich hoffe doch. Ich werde wahrscheinlich zu dem hinfahren, dann soll ich dir das machen. Okay. Es sind nur 300 Kilometer. Das schaffst du ja gar nicht. Muss doch heute erledigt sein. Ja. So, das war das Mittagessen. Jetzt gibt es noch einen Kaffee.
Mann, schön in die Kamera rübst, ist ja unglaublich. Drei Leute haben wir jetzt am Start. Und ich habe wieder nichts zu tun. Jetzt gerade ist der Auftrag raus. Da tut mir leid. Was haben wir da? Eine Nachricht haben wir so, ja. Mal lesen. Kann ich nicht. Ich soll jetzt mitkommen. Er möchte mir was zeigen. Ich werde es euch gleich berichten. Ja. Bekloppte Jungs, ey. Wieder ein bisschen in der Realität reinzubringen. Hier muss man sagen, bei diesem Rad, das ist der Teil auch einfach kaputt. Jetzt, das hat schon abgekühlt, jetzt zeigt schon wieder nicht mehr. Drei den Kunden sind da, der Kranz muss getauscht werden. Normalerweise, Fan muss getauscht werden. Ich meine, ja, das ist alles nicht so doll. Und die Narbe ist eigentlich auch verschissen. Wir haben hier Schuldigkeit getan. Ich habe hier schnell reinigt. Jo, naja, so ist es. Was soll ich machen? Jetzt live drei Zuschauer. Ja. Hey, can you break into my apartment for me? What? I locked myself out of my apartment, and Andy's in Liverpool. And Angie said maybe you can help. Der Angie. I'm here in 10 minutes to break in your apartment. Der Tommy macht nämlich immer Schlüsseldienst. Schlüsseldienst macht der Tommy immer. Unbreakable ist nicht, wenn Tommy da ist. Ist immer, it's only breakable.
Break able. Able to break. Ah, Brakabel. Ach, Mensch, sag mal. Ja, was war gewesen? Also, wir haben ein Fahrrad online gestellt. Und das Fahrrad möchte jemand tauschen gegen eine Shisha-Pfeife. Irgendwie so. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, was das ist. Fand ich ja witzig. Ist ja toll. Ganz toll. Nein, danke. Mit Verdampfer. E-Shisha. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ist eh egal. Ja, deswegen machen wir das nicht. So ist es. Das wollte er mir zeigen, dass er bekloppt ist und will, dass wir gegen Shisha tauschen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Können wir nicht. Wir brauchen Geld. Denn wir sind arm. Gegen Ferrari würde ich tauschen. Das ist übrigens der Verkauf. Für 150 Euro. Naja, ja, also. Bis dann. Es ist so unglaublich, was? Ja, dachte, eine ist rede so, eine Hollenrad. Ne? Komm, den Zug und komm eine Klemme hier zum Fixieren. Ja. Die brauche ich. Ja, habe ich nicht. Deswegen habe ich ihn ja weggeschickt. Welche meinst du? Den habe ich weggeschickt mit dem Bäckerfahrrad. Ja, das ist rot. Ja, ja, genau. Hab ich gesagt, geh mal. Ich habe nicht zu dir geschickt. Er hat gesagt, er geht zu dir. Ich habe gesagt, du sollst es gerade zur Straße gehen. Ich habe sie nicht. Nee, du findest da, nee. Es ist nicht die Schwierigste. Nur eine Klemme. Zum Fixieren die beide zusammen so. Es nicht die Hacke. Die Hacke habe ich schon, aber komm eine spezielle Klemme. Ich weiß, ich habe die nicht. Du welche ist? Zeig mir ja, du musst eine Holle dran. Ich sagst, hab die nicht, Herrgott. So funktioniert ungefähr. So, wo? Guck. Naja, so funktioniert es nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich hab den nicht. Scheiße, ich hab den nicht. Deswegen habe ich mir weggeschickt. Da habe ich gesagt, nein, kann ich nicht machen, weil ich hab den nicht. Ich müsste jetzt besorgen gehen. Aber, und dann aber bei ihm war so alles. Elektrolager, Kette, Schaltung, habe ich bei ihm alles gemacht. Gerade. Ich war eine kleine Fahrer, so wie eine Bäcker. Bäckerfahrrad, ja, nur ohne Korb vorne, sondern einfach nur mit diese. Nein, keine Korbe. Nee, ich sage ja ohne Korb. Okay. Ohne Korb vorne. Okay, so kleine Räder. Keine Rad vorne, größere hinten. Okay. Mit der goldenen Schrift. Ja, die war so immer Frage. Aber bei dir vorher, ja, kannst du meine Fahrer reparieren? Hier, lass uns besser. Die war so, und da endlich gekommen und dafür nur die Klemme. Ah, die muss ich mir da. Hier, auch, da unten, alle Hollen, das sind alle weg. Alles. Ja. Ich hab da keinen Bock drauf, auf die Dinger, also wirklich. Ja, das wäre gekommen. Okay, nein, ich warte, frage hier. Zum Beispiel, das wäre gekommen hier. Er geht zu dir, er geht zu euch, er guckt mal, ob du was hast. Ich sage, na, ich weiß noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob der offen hat. Weil gesagt, war wow, ja, ist ja vorhin. Wir machen immer ab 11 Uhr, kann du dir das sagen. Na, halb 12 Uhr. Oder hat er gerufen? Ja, aber ich bin hier nur, ja, ich bin schon unterwegs. Aber Mann, ich bin schon unterwegs. Wir haben keine Seite da draußen. Aber ich arbeite von 11 bis 19 Uhr. Wir haben schon die Onusseite weggemacht, weil wir sind zu zweit und immer die Leute konsumieren. Nein, wir sind zu zweit, die kann die andere Nummer anrufen. Wenn er wollte arbeiten, er kann kommen. Aber ist bei mir ist von 11 bis 19 Uhr. Die andere interessiert nicht. Ei, 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 ei. So ist los, das kann ich bekommen. Und mit Trinkgeld ist schon vorbei. Vorbei, Trinkgeld immer da. Ja, ich hab mein Trinkgeld da oben. Ja, alles klar. Ja. Ich sag, ich hab mir darüber gedacht, wo? Obwohl der Trinkgeld, ich habe eine Dose so in das gleiche Richtung. Das ist schon okay. Nein, ich finde eine Holle rein. Ich muss, aber ich hasse diese Keller gerade. Ich muss um Keller gehen. Ich finde diese Klemme, ich bin Rambo. Ah, Rambo findet die Klemme. Okay. Danke. Bis dann, ciao. Ja. Ei, 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 ei. Mann, Mann, Mann.
scheiß Kakerlaka-Klemme. Ja, wenn die Klemme weg ist, dann klemmt es ein bisschen bei der Hollandrad-Reparatur. Deswegen habe ich ihn ja vorhin weggeschickt. Nun ist er zu ihm gegangen, jetzt kommt er zu mir und will die Klemme kochen. Dann hätte ich es auch repariert. Mann, gibt's ja nicht. So ist es. Das war die Konkurrenz übrigens von weiter runter die Straße. Wir haben ja noch einen Fahrradladen. Die sind natürlich viel geiler als wir und viel besser und viel ordentlicher und viel fachkundiger und viel freundlicher und viel, viel, viel mehr als wir. Die sind so viel mehr wert als wir. Ja, aber naja, wir sind wir. So sieht's aus. So, jetzt geht's weiter. Ich kriege ja ein Büro. Das ist viel geiler. Ich bekomme ein Büro und zwar ab Ende der Woche. Da zieht die mich dann ein. Am Sonntag kriege ich die Schlüssel für mein neues Büro. Da werde ich dann im Winter immer sein, jeden Tag drin sitzen, die Beine hochlegen und mir die Eier schaukeln, den Ofen anmachen. Es wird traumhaft werden. Und ihr seid live mit dabei in meinem Büro. Fantastisch. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen für euch, als live in diesem Büro zu sein. Das ist doch fantastisch, wirklich. Er sitzt da urgemütlich, die ganzen Antiquitäten um mich rum. Wieder der Tast schaltet ab. Ja, so wird das sein. Hallo. Moin. Moin. Was darf sein? Ich muss nur Luft holen. Ach so, na, dann hol mal Luft. Tief einatmen. Danke. Ja, und deswegen habe ich einen zweiten Keller. Den räume ich jetzt offiziell ein. Ich habe mir ja schon vorher besetzt. Aber den räume ich jetzt offiziell ein. Das mache ich jetzt hier nebenan. Da. Nebenan. Hier geht es nämlich los. Hier ist er. Dahinter. Wird jetzt offiziell beschlagnahmt. Okkupiert. Inoffiziell ist es ja schon lange meiner. Da habe ich ja schon ein paar Sachen drinstehen. Ja, in weiser Voraussicht, dass das mal mein Keller wird. Oh. Spinnweben und allerlei Getier ist hier drin. Ja, das würde ich nämlich gerne die ganzen Fahrradhänger hier hinstellen. Im Detail. Oder an eine Decke hängen oder irgendwie so. Decke hängen wäre wahrscheinlich am besten. Schau mal, wie ich das mache. So, ich bin gerade am Entrosten von so einem Laufrad. Am Trailer. Das sieht im Moment so aus. So dreckig, mistig, rostig. Das werden wir dann schön machen. Gerade dabei, habe ich hier oben schon angefangen. Wo kriegt man es denn hin? Noch sieht es hier überall so aus. Jetzt können wir mal am Ende gucken, wie es aussieht. Und Thorsten speicht um. Von links nach rechts, von rechts nach links. Schauen wir mal. Ich werde da kurz mit dabei. Lass ich einfach mal laufen.
Weg. Tja, und so weiter. Das ist Arbeit. Geht natürlich immer einfacher, wenn man es ausspricht. Dann nur den kleinen Ring in der Hand hat und den ein paar Mal durch das Zeug zieht, durch die Stahlwolle zieht. Dann ist der sauber. Im eingespeichten Zustand ist es richtig Arbeit und dauert lange. Da mache ich jetzt mal aus und wieder an, wenn es fertig ist. Also bis gleich. So, das ist vollbracht. Könnte man es auch mit dem Tuch polieren. So müde. Fakt ist, so kann es aussehen, wenn man ein bisschen Arbeit drin steckt in so einer rostigen Felge. Sieht sie wieder schöner aus, man kann sie besser verkaufen. So sieht's aus. Ja und? Ich glaube, die möchte hier bleiben, hier auf dem Boden. Rein. Hab dich gerettet vor der Spinne.
No Alkohol. Ist wenig drin. Ich habe kein Loch gefunden, aber es war ein Problem. So viel Geld bezahlen? Das haben wir jetzt. Hier rein? Was ist da los? Guck mal, da drin muss ich da diese rausholen. Ja. Und diese neue reinmachen. So? Ah, du willst was tauschen. Ja, weil diese ist kaputt gegangen. Weißt du? Wollen wir auf die Seite? Ich mache das. Ich kann nur Öl rein. Ja, ja, okay. Ja. Diese sechs. Ja, neues Lager. Ja. Und ich hoffe, das ist halt. Ja. So, auf diese Seite, was du willst, drei Marken, ja. Öl kostet aber 20 Euro oder was? Ja, ja. Hast du keine mehr. Ich bezahle dir zwei. Ich hab kaputt gemacht, weißt du, ich meine auf X. Ah, hab's gewusst, kaputt gemacht. Ist teuer, der neuer. Hi! Ich war.
Mach ruhig. Mechanismus ist ja hier hinten. Ja, nicht komplett kaputt. Er kommt, ja? Oder? Ja, ne? Ein bisschen kaputt. Er ist rein. Was für Schlüssel? Auf deine eigene Gefahr. Ja, du bist russischer Star-Architekt, ja? Arbeitest bei Raumflugprogramm. Nein, ich bin Tschetschene, Bruder. Tschetschene. Keine Russe. Kein Russe, okay. Oh, Krieg, Krieg. Scheiße. Hat schon einen russischen Raumfahrtarchitekt geschickt. Desinfizieren, ja. Jetzt hier, mein Gott.
Fein. Reparatur mit Hammer. Kein Problem. Setzt sich aber bald wieder durch in 50 Jahren, oder? Ja, dann haben wir uns alle zurückentwickelt und dann mit Stein. Gibt es ein Eisen im Game? Alle mit so einem fetten Ausschuss in der Hand. Willst du einen Hammer haben? Du kriegst einen Hammer. Du kriegst einen Hammer. Der braucht einen Hammer. Das ist Tschetschene, der braucht einen Hammer. Weißt du? Alte Staatsmacht! Hammer ist Arbeit! Aber schnell bedeutet Fliehkraft, der kann nicht raus. Nein, nein, ich fliege, wenn du so ausfliegst. Du weißt, der fliegt, zeig dir jetzt gleich. Das ist der beste Hammer, den es gibt. Die Schrauben sind in der Stratosphäre verglüht, oder was? Oh, you missed! Man rausschrauben. Du kannst es nicht raus. Musst du das nicht rausschrauben? Nein, nein, das geht nicht so. Du musst es raus. Ja, ich weiß, nein, du weißt nicht. Gib mal. Sie ist so, ich würde. Guck mal, normalerweise du drückst diese. Ja, und dann raus. Nein, nein, nein. Ja, ja, ist so. Und dann geht das raus hier. Das geht raus. Nein, ja, ja. Guck mal, diese geht so drin. Guck mal. Ja, ich weiß. Zack, diese rein so und dann drin. Kannst du rausziehen. Ja, einfach. Aber. Aha, aber. Ich habe nicht. Aha, aber. Ja, aber. Das musst du lösen. Dann kannst du die Achse nach hier rausnehmen. Ja. Das musst du lösen. Ja, aber. Nix aber. Komm, ich klau dir deinen Rollstuhl jetzt. Kein Problem. Manchmal brauchen wir auch Tschetschenenhilfe. Das ist halt so. Manchmal braucht man Hilfe. Kein Problem. Wir machen einmal hier. Deswegen hast du hier auch. Deswegen hast du hier. Die flach hier. Ja. Hast du Unfall gehabt oder was? Warum hast du? Ja, so Krieg. Ja, Krieg? Ja, schön. Was ist da passiert? Antipersonenmine? Nein, unsere diese Leute, weißt du, gibt's unsere Feinde. So ja, sag ruhig, ist ja kein Problem. Aber nicht bei russisch gibt's tschetschenische Leute bei russischer Seite, weißt du? Und die haben was? Geschossen? Ja. Viel Körper geschossen. Scheiße, was? Hast du Schusswunden überall? Nein, ich habe bei niemand Leute geholfen, weißt du? Und die wollen nicht, ich helfe diese Leute. Weißt du, so ein System dann. Du helfst niemanden, aber die wollen nicht, du helfst diese Leute. Und dann haben sie geschossen. Dann die wollen tot machen normalerweise. Scheiße. Bürgerkrieg, ne? Ja, so. Kaka-Krieg. Schöner Dings. Ja, schöner alter Mercedes. Yeah. Was brauchen wir? Aua! 22. Wo ist hier? Hallo. Wie lange bist du schon hier? Schon 7 Jahre. 7 Jahre. Ist kein.
Das ist kein Lager mehr, Mann. Hier ist kein Lager mehr. Ja, ich weiß. Ich habe wegen das neue gekauft. Das muss man rausschlagen hier. Ja, diese andere soll bleiben da. Was wir haben kaputt gemacht. Das, was du jetzt kaputt geschlagen hast. Ja. Bisschen lassen, aber diese muss man reinmachen. Ich weiß nicht, ob das. Ich habe das noch nie gemacht, du, keine Ahnung. Das ist total am Arsch, die andere Seite auch. Mann, ja. Ey. So geht das nicht. Hast du auch vielleicht so einen Dings? Nein, die habe ich gar nicht. Du kannst jetzt nicht wie Berserker hier drauf hämmern. Ja? Das geht nicht. Was machen wir? Ja, muss so rausrunden irgendwie. Muss raus. Ja. Egal, schlagen, lagen. Aber muss raus. Muss raus. Muss raus, muss raus. Dann nehmen wir den russischen Hammer, ja? Ist okay? Wenn wir den russischen Hammer nehmen auch? Manchmal hilft es. Nein, 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 du machst rein diese jetzt. Ah, ich will dieses raus! Na unten. Nein, aber diese andere geht rein, weißt du? Vielleicht. Bisschen größer, aber ich will nicht kaputt schlagen. Kein Problem. Das ist ein Ticken zu groß. Meine Güte. Ich mach so. Tut mir leid. Kein Problem. So. Kaputt jetzt, okay? So, jetzt? Andere Seite vielleicht. Jetzt müssen wir durch. Jetzt ist. Eins. Vielleicht wir machen jetzt diese rein. Nein, aber außen ist noch. Die Schale muss noch raus. Aha. Du musst raus, alles, und dann kannst du das Lager raus. So. System. Systema. Wieder ein Stück weiter. Ich weiß nicht, wie viel ich da zu gucken. Ich habe keine Ahnung, wenn da drin. Gut ist das nicht alles, ne? Nein, alles gut. Nichts gut. Nicht gut. So, wie jetzt? Jetzt muss das raus, damit wir das rausmachen können. Das ist richtig Arbeit. Hörst du? Das ist euch die Metalle, Bruder. 500.
Warum haben wir neue Rollstühle gekauft? Für 500, das ist günstig. In Deutschland kriegst du den nicht für die von der Kasse. Du. Mit Carbon, ne? Ultra leicht und so ein Scheiß. Kakerlaka. Systema! Wir machen. Systemtausch? Ja. Und zu Weihnachten gibt's die goldenen. Guck, funktioniert. Nicht. Ein bisschen Öl, ne? Das ist wie so ein Informatiker. Das dauert 10 Minuten ungefähr. Da passiert gar nichts, oder? Der ist da geblieben, nicht? Ist da geblieben, nicht? Aber war raus, war draußen. Ja? Wir haben gezogen, da war draußen raus. Was meinst du? Draußen, wenn wir haben diese Dings gemacht, diese war ein bisschen rausgezogen. Ja? Ja. Quatsch. Kommt gar nichts. Ja. Ich mach das nur kaputt. Ja. Da kommt gar nichts. Ah, eins fehlt, nicht gut. Das muss raus. Muss man rausprügeln, aber sind beide Lager eigentlich kaputt. Keine Chance. Keine Chance. Wie alt bist du? 24. Auch noch. Dann muss man muss es wirklich rausprügeln, richtig doll. Richtig hart rausprügeln. Gib her, ich mach's. Egal, mach kaputt, mach kaputt. Na und dann? Dann humpelst du nach Hause. Das ist auch nicht gut. Geht raus. Ich denke, diese geht nicht raus, diese Dings. Nur unten, diese, weißt du? Ist das einzeln? Nee. Thomas ist da. Thomas ist da. Ist ja wunderbar. Hallo. Hi. Moin Dennis. Oh. Halt frisch. Ja, und selbst? Ja, passt schon. Tschüss, tschüss. Man muss das wahrscheinlich gar nicht rausmachen, wenn. Kriegt man das hier raus jetzt? Das ist keine Chance. Hier ist so ein Mittelteil auch drin. Ja. Du kommst nicht ran. Man kommt nicht. Ein Lager links, ein Lager rechts. Das Lager ist kaputt. Man kommt nicht ran. Man kann es nicht rausschlagen. Keine Chance. Keine Chance. Ja, dann ich gucke diese. Zu Hause vielleicht. Das hast du, das hast du. Diese war mit. Beide war. Diese auch war meine. Kann sein, weiß ich nicht. Okay. Hier, Lager. So schlecht.
Hm? Rollt nicht mehr. Das rollt nicht mehr, nee. Ah. Jo. Ja, Dennis, was los? Ach, nicht. Na, nicht? Was denn nun? Na, ich hab hier so einen Lehrgang über DFB. Ich hab da echt Schwierigkeiten, so irgendwelche Schienen, dass man nicht jeden Projekt hat, im Programm runterreicht. Ich bin gerade halt versucht, mir ein Programm dafür runterzuladen, dass das funktioniert. Ja. Deswegen kommst du her? Deswegen kommst du her? Ich bin enttäuscht. Das ist ja unglaublich. Jetzt sehe ich jetzt mal nach oben. Was sagst du? So, jetzt sehen wir erstmal nach oben. Ich glaube, die Nachbarn haben da was gebracht. Wäre das sonst unhöflich. Sieht gut aus. Mach das mal vor der Kamera. Nee, nee, und dann fährt er noch hin. Esst mal jetzt Kuchen. So, Kuchen! Aber ernsthaft, ja. Kuchen. Oh. So, zeig, was du kannst. Doch. Daniela, du musst Hula-Hoop machen hier. Nee. Wieso nicht? Um Gottes Willen. Aber aerodynamisch geformt ist sie ja. Nicht schlecht. So, Hula-Hoop. Ich hab noch 5 Minuten. Vergiss es. Nee. Schlangentanz. Mann. Möchte jemand ein Stückchen Kuchen haben? So, Kuchen! Die Frage ist nicht, möchte jemand? Er ist jetzt ein Stückchen. Er will nicht, er hat Zucker. So. Er hat Zucker zu viel. Ja. Aber ich nehme Kuchen. Ich weiß nicht, ob der gelungen ist. Werdet ihr sehen. Ich hab 4 Minuten. Du, das. Achso. Mit der Serie. Du hast auch Kuchen. Oh, danke. Ja, siehst du? Hier. Oh, Mensch. Mit dem Mädchen? Mit Zucker? Oh. Nee? Möchtest du gucken? Ja. Dennis möchte gucken. Dennis! Jetzt komm doch mal raus! Genau. Verteilen wir noch Kaffee. Naja, genau. Das ist noch Kaffee. Kaffee zum Kuchen. Der ist voll. Oh, geil. Danke. Ah, heißt, ich verklag dich. Ist egal. Ein bisschen Milch. Ich weiß nicht, wie ich heiße. Ich nehme dich gleich mit. Ah, das glaube ich nicht. Kannst du backen? Ich bin schwer. In deiner Untersuchungshaft? Nee, ich kann leider nicht backen. Wer ist von der Neda? Das esse ich jetzt. Dankeschön, ich nehme auch ein Stück. Bitte, bitte. Ich nehme Kaffee. Ich nehme Kaffee. So heiß? Nehmt euch Milch. Menschliches Glas. Gesöff. Ach, Kaffee. Nee, erstmal nicht, glaube ich. Du möchtest Kaffee? Mit Milch? Ich habe. Nö, so viel. Das ist aber sehr nett. Ja, danke, wie kommt's denn? Hast du den Brotstag? Nee.
Nee, aber. Zum Jubiläum das 12. Mal jetzt hier selber schrauben oder was? Richtig. So ungefähr. Mensch, ein frisches Stück Kuchen, fantastisch. Wäre wirklich. Wenn ich meinen Kindern Bescheid sagen habe, dann ist mir da. Ja. Hast du eigentlich die Kekse damals essen, die ich dir mal vorbei gemacht habe? Gehst du ja nicht mehr, wa? Stimmt, aber ich glaube, das waren auch meine Kinder. Also, zählt auf. Was ist los? Du hast noch eine Minute. Spute dich. 2 Minuten. Aber ich kann es nicht allein. Ich kann wenig allein. Das klappt ja super. Das geht. Meistens sogar vorteilhafter. Nicht, wie der Angst dazu nimmt. Hab's gesehen. Kann ich gucken? Er sagt kein Kuchen essen, dann wird er zu süß. Der ist gar nicht so süß. Hä? Das stimmt, da ist fast kein Zucker drin. Der ist vegan, oder? Ist mit Zucker drin? Nee. Ja, da ist ein Schwein drin. Schmeckt irgendwie anders. Das ist hier, ein bisschen Schweinemilch. Schweinemilch. Vom Eber. Wir wissen nicht, wie Robert das ist. Sagen wir mal, was auch nicht. Der hat den über sein Lounge-Gemächt gefahren oder was? Dann kannst du raus. Ihr Geheimnis. Ich weiß nicht, wie sie das immer macht. Was, Schweinemilch? Ja. Ja, wo setzt du dich? Wo ist die Bäckerin? Haben wir zusammen. Ja, kocht Kaffee. Ich bin nur der ausführt. Sie hat also im Zimmer gerufen, dass reinkommt und ich habe so eine Schüssel gekippt. Wollt ihr ein Bier? Nee, danke. Eigentlich sehr gerne, aber... Vielleicht mitnehmen? Heute Abend? Nee, danke. Nein. Ja, okay. Was denn, Regie? Ich werde auch zu dick. Nein, danke, wollte ich sagen. Was ist denn das jetzt für ein Kuchen? Blaubeeren. Ach. Mach mal sowas nie vorher. Hä? Mach mal sowas nie vorher, bevor man den isst. Jetzt kommt sowas wie, oh Gott, ich bin allergisch. Ja, genau. Ich würde sagen, da würde ich mir so viel verscherzen. Also, ihr könnt gerne noch ein Stück haben, auf jeden Fall. Aber der ist schon hoffentlich vegan, ne? Nee? Moment mal, was ist das überhaupt für ein Kuchen? Das war der ja lecker. Also, das ist eine ganz konkrete Frage. Kriege ich heute noch eine Antwort darauf oder nicht? Nee, was denn? Welche Frage denn jetzt? Wo die Schweine mit herkommen? Was ist das für ein Kuchen? Warum der so sonderbar Konsistenz und so ist? Was ist das? Achso. Das ist mit Wasser. Wir haben einfach frische Blaubeeren reingemacht. Ja. Ja, das ist es aber nicht. Die Blaubeeren sind ja okay. Ja, und sonst ist da auch ein bisschen Wasser drin. Ja, eben. Das ist einfach nur aber selten so, dass der nicht so runterplumpt. Ja, ja. Ist das das Geheimnis? Nee, und, Milch ist aber, keine Milch. Und ein paar Tropfen Schweinemilch. Das darf nicht fehlen. Ich nehme immer Ziegenmilch. Ja? Mhm. Hör auf jetzt. Wozu? Zum Backen. Achso. Zum Einmassieren. Oder für ganz spezielle Gäste. Nimm dir noch. Danke. Jetzt wird's ja nicht mehr. Ich hab probiert. So eine Reise schmeckt ja die nicht. Echt mal. Die Blaubeeren sind okay. Dann nimm dir ein Stück und polk die Blaubeeren raus. Habt ihr Stäbchen? Ich nehm ein Stück. Nimm. Ich finde, er schmeckt bon fortionös, könnte man fast sagen. Hier ist schon eins portioniert, aber nicht das. Ja, nimm doch. Nimm mal einfach da runter. Nimm ich da runter. Nehme ich rüber. Limit ist. Limit und ist. Fantastisch. Das Ideal ist eigentlich, dass du. Ich werde Schweinemilch in Zukunft. Da ist keine Schweinemilch, denn wirklich jetzt. Das ist Schweinemilch überhaupt. Auch wenn ich welche zu Hause habe. Ah. Ich glaube, die flunkern. Keine Ahnung. Ich kenne das Wort nicht mal. Jo, deswegen bist du auch so schön unbedarft. Du gehst jeden Tag mit dem Lächeln Straße hoch und runter. Digga. Alles nur Ausländer hier. Ich verstehe nicht. Dänisch. Ja, ich will mehr bescheidener. Nee, Kaffee funktioniert gar nicht, wie ich sehe. Warte, Hilfe. Nimm bitte Hände richtig her. Nein, wieso denn? Schon. Der wurde auch nichts. Hier. Das ist wirklich fantastisch, also. Hättet ihr gewusst,
Ach komm, ein Problem. Auch. Na, ich habe schon so viel gegessen. Ich habe meinen Fehler gemacht. Ja, genau. Daniela hatte gekocht und am Ende war noch was da. Und war noch eine leckere Wurst da und war noch Rest und da. Also ich habe noch so und ich habe Hunger. Ich habe ja die Wurst genommen, da hat aber den ganzen Rest drauf geteilt. Warte, wer Hunger hat, der kann nur Sauerkraut und Kartoffeln dazu essen. Sauerkraut und Kartoffeln, der Blut. Das hat eigentlich nicht mehr gepasst, aber du hast noch Senf gefunden, das ist schön ummantelt und dann so. Ja. Ja. Jetzt kann ich nichts mehr essen eigentlich. Ich glaube, ich bin schwanger. Trainierst du ab? Ja, mit Keller haben wir ruhig, wie viel kannst du rein? Dennis ist auch gerade unten ein wahrscheinlich der Höhe trainiert. Ja. Soll ich wieder abtrainieren oder was? Ja, der hängt dann gleich wieder unter der Hantel. Oh, yeah. Wenn er so ein Stück nimmt, dann 2 Stunden. Kilo Gulasch schaffst du, ja? Wir können auch noch den Mann von Spiegel holen. Du hast ja einen schönen Oberbauch. Ja, ja. Und da können wir der Frau in der ersten Etage noch assen. Die Lungenflügel links und rechts sind noch frei. Das Wichtigste haben wir vergessen. Was denn? An die Handel ran. Der Kern von dem Ding ist ein Fahrrad. Oh. Sieht man jetzt natürlich nicht mehr, weil danach müssen wir da trotzdem vermischen, aber ihr habt ein Foto gemacht. Aber es gibt ein Foto, das ist ein Beweis. Die Blaubeeren sind in einem Fahrrad angeordnet gewesen. Ist das so? Ja. Warte mal, ich krieg nochmal nach. Nee, da gibt es ja kein Fahrrad zu sehen. Nicht zu sehen. Ich sehe kein Rad. Was denn? Hab auch unten drunter nachgeguckt, jetzt ist nichts vom Rad zu sehen. Ja, nicht schlimm. Ich schätze mal so. Wir haben aber extra Kettenöl verwendet anstatt. Deswegen flauschi fluffi. Sattelstangen. Sattelstangen nicht da. Ich kann dir eine Jacke schicken. Wie heißt das? Das ist für die Carbonpaste. Carbonfein, das passt wie Backpulver. So zum Mangel nimmt man ja so aufs Blech, ne? Als Trennschicht, das Blech. Carbonpaste. Ja. Der quietscht auch nicht. Von Carbonteil. Ja, das ist gut. Das kannst du zwischen Carbonteil schmieren, den Kuchen, dann quietscht er nicht. Ja. Riecht irgendwann. Ja. Ganz persönlicher Fehler. Jetzt bin ich am noch verirrt. Bist du jetzt schon wieder schwanger? Ja, ich bin schwanger. Was gibt's denn? Ein Würstchen. Weiß ich nicht. Ein Döner. Schmeckt. Wir haben da, glaube ich, auch so einen Spaßbutton. Ist noch ein Kaffee? Ich habe noch nicht geguckt. Die weiß ich nicht. Die Art. Habt ihr gesondert einen Kaffee? Hä? Einen Bericht über die Bücherbar. Nee, wir machen ihn nur immer da erst rein, damit nicht so viel Krümel. Da ist einmal für Experten und da ist für Anfänger zum Schutz. Ach so, wegen dem Sud. Bin ich nicht. Bin kein Experte. Der ist einfach türkischer Kaffee. Wir haben keine Kaffeemaschine. Ganz klassisch. Ja. Du hast keine Minuten mehr. Ja, ja. Was, naja. Schieb's einfach auf dich. Was schiebst du auf mich? Und was willst du? Den Bonus festziehen. Das war ja mit dem nicht verkehrssicherheitstauglichen. Das ist sowieso, das sind ja nicht deins, das ist ja jetzt laut. Das ist Backpulver gemacht. Wieso, bist du allergisch? Also ist er auch ja. Nicht, wieso? Ja, die Beulen an seinem Körper, die sind nicht antrainiert. Ah, du schmeckst das? Ja. Deswegen, ich wollte es nicht sagen, aber ich dachte, ich muss. Wieso darfst du kein Backpulver? Ich kann es mir ausgeschmeckt lassen, das war Backpulver. Wie soll mir das denn verbieten? Nein, aber er ist sehr delikat. Aber ich habe schon zu viel vorher gegessen, sonst würde ich gerne noch ein paar Stücken nehmen. Ach so. Aber guck mal hier, für deine Schuhe, aber... Ich kann mir was einpacken. Kann ich mir was einpacken? Ja? Ja? Mach doch, klar. Das ist ja richtig cool. Von welchem hier ist der denn? Oder ist der überhaupt von oben? Ach, von dem? Ja, und wenn sie dann mit Computern aus, wa? Sieht jetzt viel ausgeglichener aus. Wir brauchen einen Webbrowser, ein Programm, und da liegt im Gegenzug heißt
Scheiß, ist doch Pitz, oder? Alkoholspiegel steigt. Puff in, die haben mich doch verarscht. Ja, Puff in. Komm doch hin, Puff in. Reicht mal bei Google ein. Puff in kenne ich, aber das ist anders. Dann stand tatsächlich Puff in Berlin da. Also Puff in Berlin. Puff in Berlin. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ich die Einrichtung empfehlen kann, aber... Ja, da war sonst was. Okay. Was ist das? Das nennt sich Webbrowser. Bestimmte Programme zu öffnen und Bilder davon abzuspielen. Das kann ich auf einem normalen Smartphone nicht. Also auf dem Computer nicht gut, aber auf dem Smartphone funktioniert nicht. Achso, für ein Smartphone ist das irgendwas. Um normalen, um ganz normal aufs Internet zu greifen mit dem Computer. Und für Smartphone. Ja, kann ich ja, aber ich kann nicht. Mir wurde gesagt, ja, das ist genauso wie, wa? Mein Chef hat gesagt, geh mal die Bogenschnur holen. Das ist Puff in. Puff in. Ja, kann ich gut sein. Siehst du, wie sieht's so anders aus? Warst du beim Zahnarzt? Puff in, muss man da aus dem Auto nicht ausstammen, oder was? Nee, das ist Puffreif, gibt's da auch, ja. Puffreif. Ja. Ich denke an Winter. Puffin. Wie kennst du also? Knipp. Kennst du? Ein Puff. Aber ein Bettrad. So ein Puff. Also wie so ein Schnellrohr. Und dann schickst du Hände rein. Muff. Muff? Muff. Muff. Ja. Ja, Muff. Ich kenne das als Puff. Internet Explorer oder Firefox Muff. Oder Safari oder Chrome. Es gibt ja ganz viele. Aber Puff. Keine Puffin. Powerpuff Girls. Puffin. Ja, ja. Wer kennt die noch? Powerpuff Girls. Also Bier wollte nicht, ne? Nee, danke. Was ist denn da drum hier los? Standard. Das ist nicht unter dem Browser oder so. Nee. So was wie Adobe. Adobe, das ist eine Firma. Und die haben verschiedene Programme. Das bekannteste ist einfach zum PDF-Lesen. Das ist überhaupt, ja. Ja, Adobe Reader. Ja. Genau. Und dann jetzt die Flash Player. Ja, also wohl meistens nutzen. Ja, gucken wir das. Aber wissen die, musst du mal den Leuten ansagen, sonst ist ja keiner da, wenn ich nicht. Achso, das ist das Smartphone. Dennis, weißt du? Ja, das war wahr. Nee, ich bin darin Experte geworden, weil in meiner Bude in Aachen, da haben wir seit, ich glaube, 5 Monaten kein Internet oder so. Seit 4, 5 Monaten. Und jetzt habe ich schon fast jedes WLAN. Kinder, das hier jetzt Kuchen. Ihr habt alle offene Haare, das ist sehr ungewöhnlich. Die müssen ganz gut auf die sind auch schon ein bisschen da. Auf jeden Fall noch ist Kuchen da. Ihr dürft ja, nehmt. Ja, hier im Hals. Noch ist da. Warte mal noch. Schlagen? Ich nehme ein kleines. Ach, die sind ja schon geschnitten. Ja, ja, du hast keine Chance. Nimm einfach direkt mit der Hand. Hier ist mein Teller. Kaffee, wenn du willst. Dankeschön. Da ist Kaffee. Nimm dir. Glaube ich gerade nicht, aber. Ja. Ein Stück Kaffee. Aber das Bäckchen wird jetzt besser, die Kleine ist noch echt stark. Besser als solches Bier. Ja. Naja, wenn man daher kommt, dann kann man euch ja nichts anderes sagen. Ja. Wir haben ja das ganze Stadtbier. Oho. Also das, was ihr Bockbier habt. Deshalb ist eigentlich Tradition, nicht was nur. Wir haben so 2, 3 Biere, die wir haben. Wir haben so ein Andorra zu Kölsch und ein Andorra zu Alt. Und
sonst haben wir ganz viele Spezialgeräte, die jedes Dorf hat zu sein. Lecker! Das ist aber lecker! Und schmeckt, wa? Hast du die gemacht? Koch doch mal gerne, die gute. Das ist das einzige Reiseziel, das ich mir bin. Also backt gerne. Ich koche. Backen. Ja, ich bin erstaunt, auf einmal kam so ein Tablett hier an. Du musst doch verwöhnen, ne? Ja. Sogar Mittagessen. Die Wahl ist deutlich gut mit der Verwöhnung. Brauchst du die Ecke? Die habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe nicht so.
Schlauchkaputti. Schlauchkaputti, ja. Wenn mit dir zum anderen der Schlauch noch nicht. Das ist aber mal Essen. Habt ihr so kleine Schäuche? Sind noch der schon? Das war lange Zeit im Keller, das andere wurde von ihm geklaut. Und er wollte das Schlafzimmer machen und irgendwann schon zu modern. Computertechnik. Ja, mir auch. Das ist ja noch recht simpel. Mittlerweile ist ja da nicht mehr viel dran an dem, ne? Aber ist das mit Kabel oder ohne? Ich glaube, das war jetzt. Ja, mit. Ja, ich kann dran machen. Mit dem Einstellen müsst ihr euch dann durchs Menü klicken. Ja, ja. Weil, das machst du dann. Ja. Aber ich. Sei mal drin. Schöne alte. Oh, hier, zack, zack. Willst du lernen? Willst du. Nee, nee, nicht damit spielen. Nicht damit spielen. Willst du lernen, wie. Yes.
gesagt, dann müsstest du es auch da lassen. Setz dich an die Seite. Dennis, magst du den Fahrradcomputer mal ranstecken an das Ding? Kann ich machen. Oder ein Schloss festschrauben mit zwei Unterlegscheiben? Ja, guck mal. Naja, irgendwie so. Draußen, warum steht der so weit ab? Jetzt kann Oma was machen hier. Ja, der schraubt ja schon die ganze Zeit da zwei Dinge ab. Zur eigenen Belustigung an der Fahrrad ist ja. Hä? Was? Nee? So, jetzt machen wir mal ein Kinderrad. Niemals! Ja, mach mal. Tschüss. Ja, das ist ja hier so ein Mikroschrauben. Ah. Das war doch eine nette Überraschung, oder? Ja, also ich bin ja. Da ist doch alle geworden. Ja. Kannst du mir noch einen zweiten Vierer Inbus mitbringen? Thank you.
dachte, ich habe erst einen Scherz gehalten, als sie ankamen mit dem Tablett. Ja, so richtig begreifen konnte ich das auch nicht. Und dann sagen wir, ja, jetzt erst mal Kuchen. Was? Dachte, wir wollten nur kurz abstellen. Ist der schon kabellos? Oder? Nee, der ist mit dem Kabel. Aber wird sich alle den Grenzen heutzutage bei den Dingern. Wie, ist bloß ein halbes Kabel dabei, oder? Naja, die sehen immer alle zu einfach, sieht einfacher aus. Weiß ich nicht. Ich komme mir das auch nur so vor. Was man in den Laden montieren muss. Dass die das Rad nicht nehmen, da die jetzt gerade dauern, das habe ich mir schon gedacht. Für einen Freund, den wollten sie schenken. Zu Geburtstag. Das Puch, was hinten steht. Was hinten hängt, dieses Rennrad. Eins der letzten, die ich noch habe, in günstig. Also günstiger. Eins von den günstigsten Rädern. Aber er wollte es nicht haben. Na, er wollte es eigentlich haben, aber dann kam er gestern mit so einem Freund von ihm. Für den war ja eine Schüttel noch. Erstens hat er das Rad von der Hand gewandt. Jo, Moment. Boah, das ist aber schwer. Das ist zu schwer. Da ist es normal, dass das so schwer ist. Also er hat sich ziemlich an allen Details gemeckert von dem Rad. Das ist wie so eine Lutsche, Alter. So in etwa habe ich es. Ich hab zu ihm gesagt, naja, also nach dem Gewichtsaspekt ruft man ja eigentlich, wenn man eine Frau ist. So Gewicht und Frau. Das fand er nicht gut. Das hat Leute dann auch dann nicht genommen. Aber ich war mir in dem Moment, ja, der hat das so schlecht geredet, ich mach das nicht. Der andere fand das völlig gut und so, sagte, oh, das ist ja schön und so. Kann er ja draußen seinem Kumpel erzählen, aber nicht drin. Oh, ist das schwer. Und ist, ach, das ist aber auch schon ganz schön alt. Sollen wir dran? Ja. Wo sollen wir ran? Der Tacho. Nach ans Rad? Hier? Ja? Das war echt doof. Der andere war ja echt begeistert davor, einen Tag davor. Und er kann ja trotzdem sagen, kann er trotzdem einfach sagen, ja du, nee, und ist nicht ganz was versuchen. Ist ja, ich habe ja nie ein Problem mit, aber wenn er eher so ankommt und zu schlecht redet, oh, das mag ich gar nicht. Nee. Ein bisschen doof. Die von mir war so ein bisschen persönlich angegriffen, weil das ist nicht in deinem Revier war. Und wenn einer kommt. Ja, das ist ja auch ein gutes Rad. Also ich meine, ich hab das ist auch. Na, und das findest du, hat er noch so gemeint. Und du findest also, dass das in dem Preis das Rad ist, was du uns anbieten willst. Ich sage, naja, das ist ein günstig das Einzige, was ich da habe. Schön! Schön. Na, Arbeit kommt jetzt. Jetzt kommt Arbeit. Alles gerade machen. Was ist da? Lump. Lumpe Hund, ein liederlicher Lump. Tüte mehr? Ist da alles ausgekippt? Nee, Dennis. Thank you.
Machen wir noch einen Schlauch ein und dann war's das. Mal stinkert der. Unglaublich. Gut, danke. Was? Setz dich. Doch, einfach. Hin. Ja! Verdammt! Ja. Ah! So. Hast du noch für uns die Anleitung von dem Taco, dass wir uns da... Oh ja, ich glaube, ja, im Müll. Bestimmt ganz oberst im Müll, oder? Genau! Dürft ihr gerne mitnehmen. Nehmen wir gerne mit. Ihr bekommt sogar 50%. Steht okay. Hier drauf. Na dann. Ich weiß ja nicht, auf was. Ist das, gehört das dazu? Und 5 Sekunden Vorsprung. Ja, überall. Super. Bin ja zum Machtwerk. Dankeschön. Mietchen. Okay. Jetzt aber. Schönen Abend. Ja, ich meine schon. Was heißt denn Wahlbogen? On your own risk? No, what's the problem? Oh. Thank you.
Das ist deine Ansage, das ist dein Befehl. So muss man ja sagen bei dir, ein Befehl. Was für ein Durcheinander jetzt am Abend. Ist ja unglaublich. So. Dennis ist mal wieder da und macht sich warm. Und Ja, was los, Wolfgang? Willst du nicht helfen ihm? Wolfgang sagt nur, ach du Schande. Totale Scheiße. Ja, ja. Guck mal, ich muss raus. So. Der Carsten ist nur gut gemeint, aber jetzt hat er mich wieder zugemüllt. Ey, das ist ja okay. Naja, hat er mir doch gerade 4 Stück gebracht. Jetzt ist doch scheiße. 5. Das ist nicht gut. Und das er wieder heute jetzt mit einer Reparatur. Einer der wenigen heute Hinterrad Schlauch wechseln. Was ist denn jetzt hier für ein mit 7-Gang Nexus Schaltung. Es wird eine harte Lupe. Was bitte? Ich sagte, es ist der Thorsten eine harte Lupe. Wieso, was ist denn los? Hätte er aber verabschieden können. Wieso ist er weg? Ja. Das kann aber nicht wahr sein, das ist nicht für eine Halunke. So. Der kommt morgen. Ja, der sieht so ein bisschen zerknüllt aus. Ja, kann sein, ja, das kann schon sein, dass ich so unnötig bin oder vereiert bin oder was. Wir lösen die Schrauben, die 15er Schrauben. Noch eine 15er Schraube, die wir lösen. Wir lösen die Bremse mal ein bisschen rabiater, schneller. So, dann. Lösen wir den Bremsanker. Ich mach mal ein Video, deswegen quatsch ich hier alles voll. Wenn ihr das nicht sehen wollt, nicht hören wollt, schaltet da einfach.
Jetzt ist mal was los hier. Jetzt seht ihr doch uns. Wer? Alex. Ach Mensch, das weißt du doch, das klappt nie bei euch. Ihr seid ja wirklich wie ein altes Ehepaar. Wusste ich, weil das ist früher nur abgehauen. Ich bin nach Einholen gegangen. Das war 15 Uhr, hab gedacht, jetzt habe ich eine Monat gefahren und so, dann sage ich meinen Frau jetzt ab. Mensch, dafür hat Andrea dir einen Apfel geschenkt. Sag mal was. Ja. Ah. So, raus ist es. Und jetzt machen wir noch den Schlauch ab. Raus. Ah, im Schnellverfahren. Schwupsti. Wupsti. Haben wir. Mantel ist ab. So. Schlauch machen wir auch noch ab. Dennis, kannst du mir morgen etwas bauen? Du hast morgen keine Zeit, ich weiß. Kannst du mir morgen trotzdem was bauen? Ja, dann aber ganz früh. Ja, ganz früh. Ja, was denn? Das will ich dir vertellen. Kommst du auf Norddeutschland oder was? Ja, geh mal Story to tell. Ja, was denn? Eine Ablage in dem Keller hier. Eine Ablage in den Keller hier drüben. Ja. Eine Ablage, nämlich für die Trailer. Für die Trailer. Hier, die möchte ich ja vermieten. Hm. Und dann möchte ich hier in dem Keller hier hinten. Hier in dem Keller. In dem Keller hier. Lass mal kurz gucken. Moment. Da hätte ich gerne auf der Höhe hier das gleich als Auflager natürlich benutzen. Hm. Hier auch ein Brett dran. In der Höhe natürlich. Und da hätte ich gerne hier eine Ablage. Von hier. In der Breite auch, in der Höhe. Die gesamte Fläche. Bis darüber quasi nutzen. Und hier natürlich nur bis hier, damit man die Fensterflügel nur aufmachen kann. Quasi auch ein Brett in der Höhe, versteht sich, in der Mitte auch so ein Balken an der Wand dran. Einmal den hier rüberziehen bis dahin. Ja. Und dann so, dann könnte ich nämlich die Trailer alle oben aufstellen. Tack, 1, 2, 3 Stück sind das. Die könnte ich oben aufstellen. Wäre super. Ja, die Fugen kann man ja nicht belasten, weil das ist schlecht, wenn man muss jetzt schon in Stein rein. Alles super. Ist ja genau in der, wäre ja alles in die genaue Steinhöhe. Und die Fugen hier kannst du voll belasten, ja. Weil das ist unterste von 5 Etagen. Ja, gut. Da ist richtig, ja, hast du Schwierigkeiten mit dem Bohrer. Gut, kommt ja darauf an, was das für eine Mischung ist. Eine gute. Also hier bei so einer, bei der Einsteinwand hier nun vielleicht nicht mehr so dolle, obwohl die auch noch sehr stabil, also so sehr viel baut heute keiner mehr. Aber das wäre toll, also einfach, ne? So, im Grunde genommen das, wie ich es da gemacht habe, da hinten mit der Ablage einfach erstmal nur die Bretter ringsrum und dann, ja, und unten drunter werde ich dann wahrscheinlich in der Mitte einen Stempel stellen, also auf die Länge hier, wenn dann hier so ein, also ich weiß nicht mehr, ob ich das muss, weil die sind ja nicht besonders schwer, das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja, achso, die können ja nicht sagen, weil die immer nicht so hier, gut. Einmal was hier, nur die Seite, dass ich okay, und die so rangehen kann, dann nehme ich so einen Trailer runter und ich den vermieten. Hast du Holz da? Naja, für die Leisten erstmal ringsrum. Ja, das wäre mir am wichtigsten. Okay. Alles andere kann ich dann auch noch weg den Balken, zum Beispiel wenn der jetzt sein Bett da drin lässt, sein Hochbett, dann habe ich das Holz. Achso, kommst du schon an die Wohnung ran oder? Am Sonntag. Würde ich dann am Sonntag auch, nächste Woche bräuchte ich auch jemanden, der mich ein bisschen unterstützt. Oh, du warst, ich bin ja. Ja, du bist weg. Die, weg. Wann bist du weg? Ab 29. Ach, das ist ja Mist. Ich bin ja nur 18 Kilometer weg, also 18. Du kannst ja immer herkommen. Andere Pendeln, kannst du arbeiten. Jeden Tag kannst du herkommen. Ja, da kann mich keiner unterstützen. Das ist Mist. Oh, ey. Das ist ja keiner da. Hat ja alle Lutschpuppen, die da sind. Das ist alles Müll. Ey, mach dir keinen Vorwurf daraus. Also gut, mach das mal mit deinem Vater, das ist ja auch wichtig. Nicht lebendig. Da kommt er ja nicht mehr wieder. Ja, unser Bodenbach, ja, der kommt da wieder. Ich dachte, da wird er gleich verklappt oder so. Das ist der Müritz, da kann man auch. Stimmt. Ja. Fällt er nicht auf, wenn da wahrscheinlich irgendwo, bestimmt am Moor und so ein Zeug. Ist doch
Mist, ey. Na, mal gucken, wie ich das mache. Das muss ich gerade koordinieren, den ganzen Umzug. Ich guck mir jetzt am Sonntag erstmal an, wie das da aussieht. Also ich arbeite nur bis 16 Uhr oder so, wenn er den Abwehr braucht. Ich habe so viel zu tun, dass ich fahre. Ich muss dann eher mit Fenster in der Runde. Nein, das ist ja gar nicht. Das ist ja schon eine gute Qualität, eine beste Qualität. Was ist denn? Kurze Frage, ich kann nicht mit Karte zahlen, nee. Oder? Kann ich vielleicht kurz die Sachen hier liegen lassen? Da muss ich nicht mitschleppen zur Bank. Und? Hast du Kreditkarte? Ja. Dann kannst du hier vorne abgeben, gleich nebenan beim Spätkauf. Bei dem Geldautomaten. Was abgeben? Abheben. Abheben, ah, Geld okay. Abheben. Ah, okay, ja, aber dann muss ich Gebühren zahlen. Ich gehe lieber zu meiner Bank. Karte halt eigentlich nicht, deswegen nee. Würde mich wundern. Aber naja, wenn du meinst, dann wo ist denn deine Bank? Hermannplatz. Also Sparkasse? Nee, Berliner Volksbank. Volksbank. Na, ich laufe schnell darüber. Ja, mach mal. Ich bin dann da. Bis danke. Rein. Wo sind wir denn? Wo haben wir denn? Wo ist denn jetzt? Hier. Fett auf die Kette hier. Von Kette aufs Fett. Kette fett! Kettenfett! Kettenfett! Bremsanker wieder fest, ganz wichtig, nicht vergessen. Don't forget the Bremsanker. Don't forget the Bremsanker. 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 Don't forget the Bremsanker. 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 Don't forget the Bremsanker. Bremsanker. Jo, ist noch jemand da? Drei sind da. Und die drei kriegen es nicht auf die Reihe, sich zu melden. Dabei wären sie an der Reihe. Naja, wie auch immer.
Don't forget the Bremsanker. 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 Don't forget the Bremsanker. Bremsanker. Wir sollten Lieder machen. Lieder vom Schlauchwechsel. Das Lied vom Schlauchwechsel. Kann man nochmal schreiben, so ein Lied. Ah, das Bundeslied gleich. Das vereint ein doch. Das vereint. Sicher. Das vereint. Es geht um den Schlauchwechsel. Gerade jetzt zur politischen Situation in Deutschland. Wir brauchen einen Schlauchwechsel. Könnt ihr nochmal diesen ausgelutschten Schlauch wechseln? Wolfgang steht da, jetzt hätte er was zu sagen. Wolfgang spricht. Wir lauschen. Der Wolfgang spricht, wir lauschen. Bitte, Wolfgang, deine. Das ist jetzt dein Publikum. Wolfgang, du musst was sagen zu den Leuten, die sind sonst gleich, die schalten ab. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Halleluja! Ha, Halleluja! Das klingt aber sehr stark improvisiert, aber das ist ja gut. Ja, improvisierte Theater, das ist toll. Wir haben aber gesagt, wir verstellen uns nicht, wir sind wie wir sind. Der Wolfgang ist halt so. Da kann er nichts dafür, darum trinkt er viel Bier. Das aber erst nach vier. Bin er da? Nee, aber. Na, ebenfalls. Wie Kinala? Wie Kinala? Was Kinala? Wo Kinala? Oh, jetzt reicht's mir an. Bier ab 4. Na, Wolfgang hat doch nichts zu sagen, da steht nur am Eingang. Ich schalte um. Ich habe gepumpt. Oh, jetzt kommt Wolfgang runter. Wolfgang hat doch was zu sagen. Ich kann heute nicht anrufen. Wolfgang kann heute nicht rufen. Dennis, kannst du mal tragen? Ich habe heute hab ich Muskelkater. Wolfgang hatte den Schlechtverkehr, genau. Da gibt es hier gute Gurkenapfelsinen. Das ist nicht von mir, Wolfgang. Nicht klauen. Das ist nicht meins. Das ist von der Kundin. Ich hab das nicht mehr gemerkt, ja, kein Geld, ich muss das Geld holen gehen. Musst du zap-zap-ab hier? Hä? Zap-zap-ab schnell weg und dann. Hier also, ist kaputt. Ich wollte ja mit Karte bei dir bezahlen. Ah, Karte, was ist denn das, ey? Und der Eck ist ja auch ohne Maten. Ja, der ist nicht zu teuer. Ach, gut. Ach, da ist er ja. Ja, da ist er, ja. Der alte Holzmichel. So, ich bin fertig. Ich hab's ja dann geputzt. Bremsanker, Schraube ist fest. Die Frau hat zur Volksbank geschickt. Das ist gut. Was haben wir noch? Kette habe ich noch gefettet. Ja, das ist ohne Aufgabe, eine Frau zur Volksbank zu schicken. Dann habe ich hier den Rost noch ein bisschen weggeputzt. Rost, da kann man ja auch mal alleine drauf kommen. Einfach mal drüber putzen, dann sieht es ein bisschen sauberer aus hier. Aber naja, putzen ist nicht jeder Fraus Sache. Diskriminierend, wenn man immer sagt, jedermanns Sache, deswegen wollen wir jeder Frau Sache. Achtung, Wolfgang, Nase weg! Nase weg, Wolfgang! Und so weiter! So. Dennis, hier! Dein Capi Blanc! Ja, danke. Bevor du es wieder vergisst. Ja, kälte gar nicht. Ich habe einen trockenen Hals irgendwie. Wolfgang hat einen trockenen Hals. Ja, ist einfach nicht dann die Nachbarin. Der will wieder was zu trinken schnorren. Nö, das war's erstmal wieder von hier. So ist es, so sieht's aus. Bis dann, ciao. Keine Ahnung, das kann ich richtig, Na, Wolfgang, komm, komm, sag mir, klar. Heute war ein Handwerker bei uns da, der hat bei der Wohnung hingekriegt, ich hab gedacht, ich träume. Ja. Ja.
Wieso, was hat er denn geträumt? Bei mir an Kunden, alles was man zu sich schmiert, oben muss er mir abhauen. Alles muss einen Tag fliegen, die noch bei uns kommen. Die haben schon den, ich habe bloß heute gehört, vom Mittag da, die haben schon ein Zimmer alles schon verklagt, die wollen, aber er sagt, der soll mal am Arsch stecken. Gerade von denen nicht vermisst, der muss, ja, die nächste Woche, im ersten soll die Balkonschale sein, das ist bis jetzt im Moment ja nicht. Ja. Weil der Eigentümer, der wird die verklagen, weil die nicht fertig sind. Ja. Hat er auch schon gemacht, ja, das ist mir sowas von egal. Es gibt ja Konventionalstrafe, ja, oder wie sagt man dazu? Ja. Quadratstrafe. Ja. Schon fertig? Jetzt werde ich. Oh, und? Ja. 16 Euro. Also der Schlauch, der Reifen war noch okay. Ja, ist okay. Okay. Abgefahren, alt, aber okay. Ja. Ja. Und also hättest du jetzt eigentlich gesagt, lieber 9 oder? Da war jetzt kein großer Riss drin, aber ich hätte ihn so oder so gewechselt. Ich bin sehr übervorsichtig bei sowas, weil ich keine Bock habe, 3-4 Mal zu machen, so eine Arbeit. Ja. Das ist meine Einstellung. Die muss ja keiner übernehmen. Ja. Ich würde halt auch einmal im Jahr meine Bremszüge tauschen, was kein Mensch macht. Okay, darf ich mal ganz kurz? Alles klar, also das heißt, ich fahre jetzt erstmal damit weiter und gucke, was passiert sozusagen. Naja, jetzt ist es repariert. Ja. 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 Okay, ja, vielen Dank. Bitte. Das ging ja jetzt total fix. Ja. Hallo. Sind die Prozent zu verkaufen? Der grüne, ja. Das sind 2 Jahre, ne? Ja. Was kostet der? 200. 200. Jupp. Hast du 1 Euro? Ja, und erstmal danke für die ja, Info. Bitte. Hier habe ich. Wunderbar. Dankeschön. Oh, die Mücken sind ja schlimm, Mann. Hm? Mücken sind schlimm, ey. Ziehen sich hier in die Kette. Naja, hier ist ja die ganze Zeit Licht an. Ohne Ende. Da können wir sehen. Bringst du hier hoch, ja? Ja, das wäre super. Was schätzt du denn, wie lange das noch ungefähr hält jetzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da kann man keine Prognosen abgeben. Ja. Bis zur nächsten Ecke oder bis zum nächsten Jahr. Okay. Bis da, alles offen, da kannst du echt nicht sagen, also steckt man ja nicht drin, ne? Ja. Komm mal durch, Anu. Ja, so ist es. Das war's für heute. Bis morgen.